Und damit seid gegrüßt, meine Zwerge, Gnome, Hobbits und Engeladum, zu einem ersten Adventskalender-Türchen vom Adventskalender 2019. Ja, 2019, Adventskalender 2019. Hier seht ihr Zwergis Adventskalender 2016. Hier seht ihr Zwergis Adventskalender 2017. Und hier seht ihr den 4/5. Adventskalender, Zwergis Adventskalender 2018. Was damit auf sich hat, heute werde ich mal ausnahmsweise mal für dieses erste Adventskalender-Türchen, das erste, ein Reaction-Video machen auf das hier, auf Zwergis Adventskalender 2016, auf Zwergis Adventskalender 2017 und auf Zwergis Adventskalender 2018. Da werde ich mal ein bisschen reinschauen und das Ganze mal ein bisschen betrachten mit euch gemeinsam. Da mal einen Blick drauf werfen, wo das Ganze vor allem hier in 2016 begonnen hat und ja, wie sich das entwickelt hat in den nun 3 Jahren, jetzt das 4. Jahr in Folge. Schauen wir es uns an. Ich mache auf Vollbild. Ja, seid gegrüßt, meine lieben Zwerge, Gnome, Hobbits und Ich hab diese, Eladum. Abgesehen davon, dass das absolut verschwommen und blass ist, dass das ab und zu komplett, dass das komplett ein schlechtes Bild ist, komplett überhellt und ja, brauchen wir gar nicht drüber zu reden, habe ich hier diese Mütze auf Eladum. Ich glaube, die habe ich mir mal im Spreadshirt Shop muss das gewesen sein. Irgendwie so muss das da. Ich glaube, da habe ich mir das damals bestellt und mir dann einfach den Schriftzug aufdrucken lassen. Einfach mal. Ich weiß nicht warum. Ich fand es damals wirklich cool, diese Mütze halt drauf zu haben. Ja, gekratzt hat sie wie nichts. Das habe ich mir. Das habe ich noch gut in Erinnerung. Naja. Ja. Die Wände vollgekleistert mit Plakaten, Bildern und Zeichnungen. Ja, gut. Zu einem kleinen Informationsvideo. Ja, das ist jetzt hier erstmal nur das Informationsvideo. Ab morgen beginnt mein Adventskalender auf YouTube. Ja, ab morgen beginnt mein Adventskalender. Ab morgen geht es hier wirklich los und deshalb mache ich das jetzt hier. Deshalb hier ein kleines Informationsvideo. Das ist so ein bisschen. Ja. Ich hatte, glaube ich, noch so ein bisschen meine Probleme, fließend zu reden. Ich meine, die habe ich immer noch, aber ich habe mich natürlich irgendwie in den Jahren ein bisschen mehr verbessert. Ja, das ist jetzt hier nur das erste Video, das Vorstellungsvideo. Passiert noch nicht sonderlich viel. Da sage ich halt nur, dass es einen Adventskalender gibt und dass das jetzt jeden Tag kommt. Erstes Adventskalender-Türchen zum Adventskalender. Die Playlist verlinkt. Ja. Da ich auf dem 3DS was gespielt. Irgendwas. Eine Challenge nicht gemacht. Aha. Okay. Ich erinnere mich nicht, dass das eine Challenge war. Es war einmal vor langer Zeit in einer weit, weit entfernten Galaxis. Ein erstes Adventskalender-Türchen vom Zwergenfürst für den Adventskalender 2016 auf YouTube. Heute werde ich mit euch eine Challenge spielen. Aha, eine Challenge. Die Tabu-Challenge. Ah, okay, jetzt erinnere ich mich.
Vielleicht bin ich mal drüber hinweg und habe ein neues Intro geschaffen. Hier haben wir die Challenge, die Tabu-Challenge. Hier wird es, glaube ich, gleich nochmal gesagt. Hier. Nicht erwähnen darf. Ja, man darf die werde ich euch jetzt mal kurz einblenden. Und dann geht's los in das Story, in die Story des ersten Spiels. Ja. Die Begrüßung darf ich nicht verwenden. Neo, Sarah darf ich nicht sagen. Star Wars darf ich nicht. Episode Anakin. Das ist nicht. Das ist eigentlich. Das ist. Ich zitiere Blacky, echt eine tolle Idee mit der Challenge. Die Beschreibung des Spiels und der Story am Anfang war das Lustigste, was ich seit einiger Zeit gehört habe. Okay, dann hören wir uns die Beschreibung mal an. Und dass das Lustigste ist, was Blacky jemals gehört hat. Bisher. So, das sind die Wörter, die in dieser Challenge nicht gesagt werden dürfen. Es geht um ein paar Personen, die gegen die Kriminalität kämpfen und magische Fähigkeiten besitzen und nun den Auftrag haben, einer kriminellen Organisation Verhandlungen zu führen. Musste halt noch Nerven überlegen, das musste. Das ist herrlich, wie ich damals. Herrlich. 2016 hat Zwergi in Let's Play Moderation. Bis heute ist der. Nein, begrüßt. Ja. Ich mache mich über mein Vergangenheits-Ich lustig. Ja. Ist ja richtig. Ich bin ja selbst noch nicht ganz. Ich bin noch nicht ganz perfekt, also. Ja. Da ruft jemand an. 6,5 Stunden später. Ja. Okay, da bin ich wieder. War ein bisschen längeres Telefonat. Ging aber um den Adventskalender. War organisatorisch alles im Rahmen des Machbaren. Ich habe das Licht angeschaltet. Hat ein bisschen länger gedauert. Das Telefonat. Ja, da war Animal Crossing. Ach, 6. Ja. Dezember. Esel und Ochsen. Esel und Ochsen. Da haben wir den Ochsen und den Esel. Ja. Der Klaus, der ist ja. Das, der gehört ja schon zum festen Bestandteil des Adventskalenders. 2016 war das erste Mal mit dabei. 2017. 2018 war natürlich auch mit dabei. Der Klaus 2016, da war das erste. Ja, passt ja gut zufällig Ochse so gewählt. Und Esel in einem. Wussten wir nicht voneinander. Passt Esel gut. Und Ochse. Genau, Relog vom Zwergenfürst. Heute ist der Klaus mit dabei. Wisst ihr vielleicht, magst du dich selbst vorstellen? Ja, ich bin Klaus. Ich. Also, wer bin ich? Das kennt ihr vielleicht schon. Und Weihnachtszeit begegne, ja, ich bin so sehr neugierig, ja, wen du mir an die Stirn pappst, ja, und ja, wer wir sein werden. Immer wieder schön mit, ja, los. Dieses Jahr übrigens wieder. Freut euch drauf. Danke fürs Liest. Das ist auch wieder ein Markus Heitz. Die Zwerge. Ja. Alles klar. 2017. Da habe ich die Sachen schon so ein bisschen auf Thumbnail mit drauf gemalt, damit man das so ein bisschen schon erahnen kann. Das fand ich eine ganz gute Idee. Was haben wir hier? Natürlich Zwergenfürst Niest. Und damit herzlich willkommen zum ersten Kaminfeuer. Da habe ich schon wieder ein paar Besseres. Und nicht die Filmkarten mit drin gehabt. 2017. Ein wunderschönes Hintergrundbildchen. Kaminfeuer. So muss das sein. Damals seid gegrüßt, meine lieben Zwerge, Gnome, Hobbits und Enderdorn zu einem neuen Adventskalender-Türchen vom Zwergenfürst. Ich bin hier direkt vor der St. Sebastians Kathedrale. Der Klaus, der kommt angerannt. Grüß dich, Benjamin. Hi, was machst du hier?
Ich mache ein kleines Adventskalendertürchen für meinen YouTube-Adventskalender 2017. Ah, und da gehört die Kirche natürlich mit. Ja. So viel dazu. Ja, das war, glaube ich, das war hier ein. Und ja. Damit seid gegrüßt, mein Lieblingsherr. Und natürlich auch Engladum. Das habe ich vielleicht auch wirklich gewusst. Das habe ich dann nicht. Es halt. Ein bisschen, es halt nicht. Es halt. Aber ich habe es gewusst. Aber ja, damit müsst ihr euch. Damit müsst ihr klarkommen. Die Ausmaße habe ich nicht. Die habe ich wirklich nicht geahnt. Das Video ist ja wirklich ziemlich verheilt. Naja. Das Problem, was ich 2016 und 2017 mit dem Adventskalender hatte, ist, dass ich blöderweise erst Ende November damit angefangen habe, mit den Dreharbeiten zum Adventskalender. Und dadurch hatte ich enormen Stress damit, dass da wirklich alles wirklich Stück für Stück, also ich musste quasi 3 Videos am Tag drehen, damit da irgendwas ist, damit da irgendwas fertig wird. Hier war ich halt wirklich hier war ich verreist, hier war ich woanders, war ich nicht bei mir zu Hause und habe halt freundlicherweise dort, wo ich zu Gast war, die Genehmigung bekommen oder halt, das habe ich halt, wurde mir halt erlaubt, dass ich mich dann ein sehr heiliges Zimmer zurückziehe und dort die Aufnahme noch mache, weil ich habe, glaube ich, mehrere dort gemacht. Also 2017 habe ich hier, da war, glaube ich, auch noch ein letztes damit zeigt. Das habe ich genau dort auch. Also ich habe da halt wirklich, ich war halt so unorganisiert, dass ich halt Ende November angefangen habe zu drehen und deshalb musste ich auch drehen, wenn ich bei anderen zu Besuch war. Das sind nicht meine Stifte, das ist nicht mein Papier, das ist nicht mein Stuhl. Versteht ihr den Ärger? Ich musste halt dann teilweise auch ein bisschen improvisieren und dann ein bisschen provisorische Sachen machen. Das passiert mir dieses Jahr nicht. Heute ist der, das sage ich lieber nicht, welcher heute ist. Ich produziere da schon ordentlich vor, dass ihr das dann wirklich in vernünftiger Art und Weise, nicht improvisiert, sondern gut durchgeplant, als vernünftige geplante Setlogs bzw. Adventskalender-Türchen-Videos auf eurem Kanal, auf meinem Kanal, aber in eurer Abo-Box zu sehen habt. Ich guck mal, ich knete mal ein bisschen. Mal ein bisschen was raus. Das sieht lecker aus. Ja. Zwingi versucht es zu backen. Da fehlt doch bestimmt noch was. Da fehlt doch deutlich noch was, das hier. Da habe ich einfach alle Zutaten vergessen. Da fehlt doch irgendwie noch Teig oder sowas. Das ist noch. Das Ding war da Ei doch und Mehl und. Da fehlt was war das? Hier will jemand Reste Teig? Das war kein Resteteig, das war alles. Der Teig ist einfach zerfallen. Das war kein Teig, das war einfach. Deshalb habe ich es dann auch nicht als Video veröffentlicht. Deshalb war es dann, habe ich dann was anderes gemacht. Let's fail. Dann räume ich mal auf und. Von mir? Deshalb habe ich hier mal ein anderes Video improvisiert. Ja, improvisiert. Wie ist das? Improvisation hoch 3, 2016 noch mehr, aber 2016 vielleicht nicht so viel, muss ich mich korrigieren, 2017 war wirklich, das war Improvisation, das war, soll dieses Jahr nicht so passieren, ich streng mich an, ich gebe mein Bestes, versprechen kann ich nichts. Ja, 2018 habe ich es insofern besser gemacht, dass ich aus den 2 Jahren davor gelernt habe und gesagt habe, machst es nicht alleine. Die Weihnachtszeit steht mal wieder vor der Tür und es wird mal wieder Zeit. Das ist das Regal. Ihr wisst es bestimmt schon längst, weil es wahrscheinlich drin, im Titel und ist das Regal. Da habe ich schon hier gewohnt. Ja, dass der Modi,
beziehungsweise Nighty, Nightwight, der hat sich umbenannt, der Modi. Ja, zusammen mit dem 4-5, das ist gut. Klippenhaus, Nordsburg. Mit mir, mit Takiru und dann in dein... Habe ich zusammen den Adventskalender gemacht, sodass jeder eine bestimmte Menge an Adventskalendertürchen machen musste. Da hat halt, war halt abwechselnd, das erste Adventskalendertürchen war Moni, zweite Adventskalendertürchen ich, drittes Adventskalendertürchen Nini Nein, viertes Takiru und dann fängt das Ganze wieder von vorne an und dann hat halt jeder nur ein Viertel von den ganzen Adventskalender zu erledigen. Dadurch war das Ganze um einiges entspannter und 6. Dezember war meins. Da war der Klaus mit dabei. Ja. Nikolaus. Okay. Wir sehen und hören uns dann am 6. Dezember im nächsten Jahr wieder. Wahrscheinlich. Bis dahin. Ciao. Ich wiederhole es. Ihr schaut auf dem Kanal der Nini Nein vorbei. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Video oder bis zum nächsten Adventskalender-Türchen auf meinem Kanal oder auf dem der Nini Nein. Und dann verabschiede ich den heutigen Gast, den Klaus auch. Wir sehen und hören uns dann am 6. Dezember im nächsten Jahr wieder. Wahrscheinlich. Bis dahin. Ciao. Bis dahin. Ja, habt ein Versprechen, habt es gehört. 6. Dezember nächstes Jahr. Wir sehen uns wieder mit dem Klaus. Ja, schon mal ein bisschen Vorfreude erwecken. Dies Jahr noch mit ein paar anderen mehr. Ich will nicht zu viel verraten jetzt am ersten Adventskalendertürchen. Jetzt am ersten Adventskalendertürchen noch nicht so viel spoilern, aber ich habe da was Spitzenmäßiges organisiert. Dieser Adventskalender mehr. Wird spitze. Ja, damit nach oben sollte ich dieses Adventskalendertürchen gefallen haben. Ein kleines Reaction. Ja, das ist Reaction auf meine vergangenen Adventskalender-Türchen, meine Adventskalender von 2016, 17 und 18. Ja, die letzten drei Geister der Weihnacht. Ja, habt einen angenehmen fürstlichen Tag. Man sieht sich, haut da rein und ciao.